Scheiße. Oh, Scheiße. Scheiße, Scheiße, weich aus. Alter. Alter. Estus. Oh. Ich wusste gar nicht mehr, wie viel Schaden die Penner machen. Ja, und genau deswegen ist auch ein Grund, warum ich dieses Drecksgebiet hasse. Ich hasse es wirklich wie die Pest, Freunde. So. Erzdraken Streitkolben nützt uns zwar nichts, aber gut, nehmen wir mal mit. Skeptikergewürz, Seele und jetzt greift er wieder an. Gut, die kann man recht leicht blocken, aber ich zeige euch dann später in dem nächsten Areal ist es, glaube ich. Und da wird es sehr widerlich. Also nicht mal wegen dem Boss, so schlimm ist der nicht. Aber, naja. Okay, jetzt haben wir hier eigentlich alles eingesammelt, was zum Einsammeln geht. Jetzt gehen wir in die Höhle rein. So. Glühwürmchen. So, die sind da alle ganz brav. Aber wir können natürlich jetzt Arschloch sein. Weil die ja sowieso so hässlich... Oh, nee, nicht die Viecher schon wieder. Boah, verpiss dich. Das ist echt ein ekelhaftes Areal hier. Aber es nützt nichts. Wir müssen da durch. Wir wollen das Spiel ja irgendwann durchspielen. Und dann nützt es uns nichts, wirklich gar nichts, wenn wir jetzt hier rumgammeln. So. Weil wir müssen sowieso irgendwann hier durch und egal wann wir es machen, es muss passieren. Und wir machen hier auf. Ja. Glitzerndes Titanit, jawohl ja. Was? Dick warst du? Ja, klar, da kommen wir ja auch nicht durch. Idiot. Nee, Philipp, du bist ein Idiot. Mhm. Und die nächste Nebelwand, das kündigt das nächste Gebietelchen an. Was für ein Spaß. So, wir holen uns auf jeden Fall jetzt erstmal das Leuchtfeuer. So, rennen wir jetzt hier rüber. Und ihr hört schon, da bangst es irgendwo. So, okay. Ja, hier kommen jetzt auch wieder die Gegner, aber die lassen recht häufig Menschlichkeit droppen, was recht geil ist. Das heißt, weil wir vorhin beim Spielritter ein paar Menschlichkeiten verballert haben, können wir die hier wieder einsammeln. Also natürlich nicht immer, aber manchmal lassen die hier Menschlichkeit fallen und das ist ganz cool da. Zack, zack, zack. Das, zum Farmen ist das halt echt geil dann. Wenn sie denn mal welche droppen. Also es ist auch nicht immer der Fall oder gesagt, dass die Menschlichkeiten hier droppen. Sage ich gleich. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit und die Chance ist hier deutlich erhöht. Mal gucken. Er spastet hier gerade noch ein bisschen ab. So, lässt du wieder nichts droppen, du lässt wieder nichts droppen. Okay, du enttäuscht mich sehr. Ja, jetzt kommt meine Lieblingsstelle in diesem Kack-Level. Und... Ups. Zack. Ja, das kann jetzt dauern. Aber genau so müssen wir das machen, weil sonst schaffen wir es hier einfach nicht durch. Und glaubt mir, ich habe den Level echt schon ein paar Mal gespielt. Und es ist die sicherste und einfachste Variante, hier durchzukommen. Weil da sind dann so viele Magier am Schluss, dass ihr gar nicht mehr laufen könnt, ohne dass ihr ein magisches Geschoss abbekommt. So. Ist die Oma immer noch nicht tot? Doch. Okay, jetzt aufpassen. Da kommen jetzt ein paar mehr Gegner. Die nächste Oma ist... Da ist die nächste Oma. Nicht getroffen. Ja, jetzt. Und... Na toll. Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Wollen wir es mal so und... Verdammt! Man muss ja auch sehr genau ziehen. Oh nö, oder? Och, Oma. So. Machen wir es eben so. Zack. Schönen Kopfschuss nach dem anderen. Ach Gott. So. Lebst du noch? Du lebst immer noch, Oma. Mann. Jetzt. Okay.
So, da haben wir jetzt einmal die erste kleine Hürde gemeistert. Es wird noch viel angenehmer, Freunde. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Da werden noch sehr viele Späße auf uns zukommen. Oh, oh. Ich bezweifle ja sogar, dass wir es durchschaffen jetzt heute. Oder in der Folge. Bin ich sogar ganz ehrlich. Ich glaube, wir werden noch ein paar Mal sterben. Weil es einfach echt kackenschwer ist. Und selbst da wir jetzt einen recht hohen Level haben, das tut jetzt hier gar nichts zur Sache. Weil eben, wie gesagt, da so viele Magier sind und dann diese kleinen Drecksviecher, die Schnittschaden machen und dann kommen später noch Erzdraken dazu. Das ist ein kotziges Level, möchte ich mal sagen. Aber es nützt ja nichts, wir müssen ja durch. Wir wollen ja Dark Souls 2 durchspielen in der Schule of the First Sin Edition. Und jetzt gucke ich mal, ob ich die eine Oma von da schon treffen kann. Da ist noch eine Oma. So, und die andere Oma hat hoffentlich... hat hoffentlich glitzerndes Titanit gedroppt. Na, los! Verdammt. Okay, hier kann man zum Glück recht easy ausweichen. Bitte? Nein! Ja, sehr schön. Schauen. Jawohl. 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 Ha. Und Oma weg. Sehr schön. Aber ich habe die Befürchtung, wir müssen dann gleich nochmal hier Pfeile kaufen. Ich glaube nicht, dass die uns komplett reichen werden. Wir werden dann auf jeden Fall toll. Zu weit weg. Wir werden dann auf jeden Fall beim nächsten Leuchtfeuer dann mal kurz zu unserem Lieblingsschmied reisen. Ist das schon der, wo uns die coole Flamme besorgt hat? Oder dem wir die Flamme besorgen mussten und dafür macht der uns jetzt coole Rüstungen? Ah. Toll, wir treffen die Oma nicht. Aber die Oma trifft natürlich uns. Ganz klar. Ist ja auch fair und so. So, naja gut, durch die Ritterrüstung kriegen wir jetzt nicht so viel Schaden, das ist ganz gut. Und mit einer kommen wir eigentlich relativ gut klar. Wir müssen uns halt nur wirklich die Omas eine nach dem anderen vorknüpfen. Ich habe Angst, dass gleich diese anderen Mistviecher wieder kommen. Okay, beim nächsten Streich... Okay, jetzt sollte ich schon aufpassen. So, kommt der nächste. Aber dafür müsste die Oma jetzt dann auch weg sein. Was? Immer noch nicht? Ach komm. Ja, endlich. So. Erledigt. Jetzt ist da der andere Kumpel. Den locken wir natürlich auch irgendwie an. So. Hallo. Okay. So, du droppst natürlich auch keine Menschlichkeit für uns. Das ist sehr, sehr schön. Okay, jetzt schnappen wir uns hier auf jeden Fall mal das glitzernde Titanit. Können wir immer gut gebrauchen. Jetzt muss ich hier selber schauen. Genau, hier vorsichtig. Da hinten brauchen wir noch nicht hin. Da gehen wir später, nachdem wir das Spiel fast durch haben, können wir da hin. Da kriegen wir was Cooles. Aber vorher lohnt das einfach nicht, weil wir da nichts machen können. Wir brauchen nämlich einen speziellen Schlüssel, um da hinzukommen. Und den kriegen wir eigentlich erst ganz, 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 ganz am Schluss. Okay, jetzt weiter vordringen. Genau, hier haben wir es. So, jetzt muss ich schauen. Oh, da noch ein paar Omas waren. Da ist noch eine Oma. Die versuchen wir jetzt gleich mal hier weg zu bamsen. Bam! Bam! Machst du Bam! Oh, Bam, Alter! Ja, wenn man natürlich treffen würde, ich Idiot. So. Wetten, dass das gleich wieder nicht reicht und wir wieder nicht treffen können? Oh, naja, es könnte nochmal klappen. Jetzt, glaube ich, wird es schwierig. Ja, jetzt klappt es nicht mehr. Verdammt.
Wir haben uns mal gleich zwei Lebenssteine rein, dass wir schön die Regeneration auch am Start haben hier. Was? Seit wann kannst du Bananenschüsse, Oma? Mann, kacke noch eins. Wo ist er denn überhaupt?